Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und ich habe mir gedacht, es wird mal langsam wieder Zeit, dass ich mal wieder einige Fragen von euch beantworte. Denn Fragen habt ihr immer. Und deswegen habe ich mir 10 verrückte, crazy, informative Fragen rausgesucht. Und bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, ganz am Anfang noch eine kurze Frage, denn mir ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Videoidee gekommen. Habt ihr Lust, dass ich euch da draußen mal einen Überraschungsbesuch abstatte? Das heißt, ich fahre einfach mal zu ein paar Fans und Zuschauern nach Hause und das Ganze wird dann natürlich auch aufgenommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Fällt es dir schwer, auf fremde Menschen zuzugehen und zum Beispiel Freundschaften zu schließen? Und ich muss sagen, es hat sich gebessert, aber ich bin da tatsächlich noch nicht die Nummer 1 drin. Früher war ich sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend. Es gibt ja echt Leute, die fliegen in den Urlaub und kommen mit 20 neuen Freunden nach Hause. So bin ich tatsächlich nicht. Ich habe kein Problem, zum Beispiel Leute auf der Straße anzusprechen und nach der Uhrzeit oder nach dem Weg zu fragen. Aber wenn es dann echt so darum geht, dass man dann Zeit miteinander verbringt und sich da irgendwie so eine Freundschaft bilden soll oder so, dann bin ich da echt immer ziemlich zurückhaltend, habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas Falsches sage, mache, die Leute mich nicht mögen oder keine Ahnung. Aber es hat sich auf jeden Fall schon verbessert. Zweite Frage, wo möchtest du unbedingt in deinem Leben noch hinreisen? Und ich weiß, dass ich in einem ganz, ganz alten Frage- und Antwort-Video mal fast genau die gleiche Frage beantwortet habe. Und da kam raus, Miami und Malediven. Und das ist einfach so krass, weil das ist irgendwie jetzt 2 Jahre her oder so. Und ich habe mir das so als Lebensziel damals gesetzt. Und in beiden Orten war ich jetzt schon. Und es ist einfach so schön gewesen. Und ich will unbedingt wieder irgendein neues Reiseziel haben, weil es einfach Spaß macht. Auf irgendeine Insel, auf irgendwas Exotisches. Irgendwie nicht so ein klassisches Reiseziel vielleicht. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder irgendwo mal auf einer exotischen Insel wart, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, das ist jetzt eigentlich nicht so exotisch, aber irgendwie will ich mal nach Kuba. Ich weiß auch nicht warum, aber Kuba wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann halt verschiedene Ecken in Amerika will ich unbedingt besuchen. Ich weiß, wo ich unbedingt mal hin will. Ich will mal zu so riesigen Wasserfällen, so die Niagara-Fälle oder so. Irgendwie an so eine Stelle will ich mal. Das ist jetzt so eine Challenge an mich selbst. So, jetzt bin ich echt gespannt. Dritte Frage. Hast du schon mal etwas Verbotenes getan? Ja, also ich glaube, jeder da draußen hat schon mal, wenn es so was ganz Kleines war, irgendwas Verbotenes getan. Also so ganz spontan fällt mir ein, ich bin mal mit Freunden über eine abgesperrte Pferdeweide geklettert, über den Zaun. Und dann sind wir zu den Pferden hin. Gut. Wow, mir fällt was ein. Ich war mal in so einem 1-Euro-Laden und bin da so durchgegangen und habe mir halt so ganz am Anfang, als wir reingegangen sind, irgendwas... Achso, das war so ein Kopfmassage-Ding. Kennt ihr die? Die stülpt man sich so auf den Kopf und dann ist das voll angenehm. Auf jeden Fall habe ich mir das mitgenommen und wollte das eigentlich kaufen. Und dann sind wir irgendwie durch und haben nichts anderes mehr gefunden und hatten keine Lust, uns an die Kasse anzustellen. Sind einfach raus. Und dann kommt mir die Verkäuferin hinterher gerannt, meinte so, ja, warum klauen sie? Und ich habe es gar nicht gecheckt, bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass ich immer noch dieses Kopfmassageteil in der Hand hatte. Oh Gott, das war so peinlich. Ich hatte so Angst, dass sie irgendwie die Polizei ruft oder so. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschuldigt und da war auch alles gut. Ich glaube, das war das Verbotenste, was ich jemals gemacht habe, wobei ich es nicht absichtlich gemacht habe. Hast du ein total verrücktes oder außergewöhnliches Talent? Habe ich überhaupt ein Talent? Mir fällt eine Sache ein und zwar, ich habe tatsächlich kein Talent, was die Menschheit irgendwie weiterbringt oder so. Aber ich kann, glaube ich, was vielleicht nicht jeder kann. Und zwar kann ich so komische Rollbewegungen mit dem Bauch machen. Soll ich euch das mal zeigen? Ja? Also, seht ihr das? Es ist verrückt. Irgendwann ist es einfach passiert. Ich weiß nicht, wie ich jemals herausgefunden habe, dass ich dieses Talent besitze. Und ich finde auch nicht, dass es ein Talent ist. Aber es ist was Außergewöhnliches, was ich eben kann, okay? Habt ihr außergewöhnliche Talente? Dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht sollte ich mal zum Supertalent gehen. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, was glaubst du, wie würde dein Leben jetzt aussehen, wenn du damals nicht die Idee zu deinem eigenen YouTube-Kanal gehabt hättest? Es ist wirklich eine knifflige Frage. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich gemacht habe. Also ich habe mein Abitur gemacht
Und eigentlich war ich nie der Mensch, der irgendeinen Job haben wollte, wo ich wirklich 8 Stunden am Tag im Büro sitze. Ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Ich wollte irgendwas machen, was ganz viel Abwechslung hat. Ganz früher hatte ich irgendwie den Traum, mal so Modedesignerin zu werden oder keine Ahnung, sowas Ausgefalleneres zu machen. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach so glücklich, dass ich YouTube für mich entdeckt habe und dass sich das alles so entwickelt hat, weil das ist einfach meine größte Leidenschaft, die ich besitze. Und ich liebe es einfach, YouTuber zu sein, YouTube-Videos zu machen, euch da draußen mit Videos belustigen, begeistern zu können, euch zu helfen. Ich bin einfach glücklich. Liebe Bibi, was hältst du mal von einer richtig krassen Typveränderung? Zum Beispiel ganz kurze Haare. Und Leute, da können draußen sich das 2 Millionen Menschen wünschen. Ich würde es mich wahrscheinlich nicht trauen. Ich bin da so... Mir fällt kein Wort ein. Nein, ich habe wirklich so Angst vor sowas. Ganz früh habe ich mir auch schon gedacht, Bianca, du musst jetzt einfach mal was anderes machen und habe mir einen Pony schneiden lassen. Und ich war so unzufrieden und es hat so lange gedauert, bis die Haare wieder lang wachsen. Deswegen habe ich den vollsten Respekt vor Leuten, die sich echt ihre langen Haare plötzlich so ganz kurz abschneiden. Ich würde mich das einfach niemals trauen, glaube ich. Ich finde das so ein richtiger Schisser. Habt ihr vor, bald umzuziehen oder wollt ihr in Köln bleiben? Diese Frage habe ich aus einem Grund mit reingenommen, denn Julian und ich planen schon ein bisschen länger ein etwas größeres Projekt. Erstmal die Beruhigung, wir bleiben auf jeden Fall wohnen in Deutschland und im Moment auf jeden Fall auch in Köln. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen einfach mal was Neues ausprobieren und deswegen werden wir sehr wahrscheinlich zum Ende des Jahres hin für so 1-2 Monate mal komplett auswandern. Und da bin ich schon so gespannt drauf und ich weiß gar nicht, wie das wird. Wir wollen gerne nach Amerika. Im Moment steht L.A. auf jeden Fall in der näheren Auswahl. Wir sind da aber eigentlich noch relativ offen. Erster Grund, da ist es auf jeden Fall, wenn hier Winter ist, schön warm noch. Und wir wollten einfach mal in eine komplett andere Umgebung und zwar auch für eine etwas längere Zeit. Natürlich werden wir da vor Ort dann auch ganz normal weiter Videos produzieren und hochladen. Vielleicht fallen uns da ganz coole neue Videothemen, Formate ein und vielleicht gibt es da auch einfach mehr und andere Möglichkeiten, Videos zu produzieren. Einfach mal was anderes zu machen, den Kanal einfach vielleicht noch interessanter zu gestalten oder was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich da mega gespannt. Wir haben einfach Bock, mehr von der Welt zu sehen. Ich bin gespannt, ob wir das wirklich so realisieren und verwirklichen können. Natürlich bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn sich da irgendwas tut oder unsere Pläne konkreter werden. Werdet ihr wahrscheinlich die allerersten sein, die irgendwo über Twitter, Instagram, Facebook oder YouTube darüber was erfahren werden. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, du bist jetzt schon über 6 Jahre mit Julian zusammen. Verratet uns endlich das Geheimnis eurer Liebe. Das kann ich euch nicht verraten, weil es einfach kein Geheimnis gibt. Ich glaube, das, was einfach wichtig ist, man muss einfach miteinander harmonieren, man muss sich einfach verstehen. Man sollte in etwa auf jeden Fall die gleichen Interessen haben. Man sollte vielleicht den gleichen Humor haben, um über die gleichen Sachen zu lachen, Spaß zu haben. Einfach man selbst sein und das haben wir eigentlich immer gemacht. Und glaub bitte nicht, dass wir die perfekte Beziehung haben oder was auch immer. Wir haben teilweise auch schon echt Situationen und Streitigkeiten gehabt, die wirklich auch mal was krasser waren. Aber sowas passiert halt, wenn man wirklich Tag und Tag aufeinander hockt. Ich glaube, wenn man den richtigen Partner gefunden hat, dann merkt man das einfach und dann funktioniert das auch und dann hat man auch Lust dafür zu kämpfen und dann kommen da halt auch mal 6 Jahre bei raus. Jetzt habe ich zur Abwechslung mal eine kleine Aufgabe von euch bekommen und zwar schaffst du es im Kopfstand ein Glas Wasser zu trinken. Leute, ihr seid doch bekloppt, als ob ich hier jetzt einen Kopfstand mache und anfange hier kopfüber irgendein Wasser zu trinken und mich total voll bekleckern würde. Ich trinke! Ich kann nicht mehr. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der allerletzten Frage dieses Videos. Und diese Frage musste ich einfach mit ins Video nehmen. Und zwar lautet sie, Bibi, warum bist du so unfassbar klein? Und das höre ich so oft. Jedes Mal fast, wenn ihr mich auf der Straße trefft, sagt ihr, oh mein Gott, du bist so klein, du bist ja viel kleiner, als ich gedacht habe. Aber so klein bin ich doch gar nicht. Okay, 1,54 ist jetzt nicht die Mastergröße. Ich habe mich mittlerweile mit abgefunden. Keine Angst, ich bin nicht krank oder bin nicht kleinwüchsig oder so. Ich glaube, das liegt einfach nur an meinen Genen. Bei mir in der Familie sind einfach alle klein. Mein Papa, meine Mama, meine Omas, Opas, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, alle sind klein. Also,
Ich habe es einfach in den Genen, die Kleinheit. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit meinem neuen Video. Und ich hoffe wirklich, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne dürft ihr mich kostenlos abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann bleibt ihr immer aktuell und verpasst einfach keins meiner Videos mehr. Und natürlich verlinke ich euch am Ende... Hört ihr das? Heute knackt mein Regal irgendwie die ganze Zeit so komisch. Egal. Auf jeden Fall verlinke ich euch am Ende nochmal zwei alte Videos. Und zwar hier auf der Seite mein Tagebuch-Video, wie ich aus meinem alten Tagebuch die lustigsten Geschichten vorlese. Da solltet ihr auf jeden Fall reingucken. Ne? Und auf der anderen Seite verlinke ich euch mein allerletztes Video. Da habe ich mit dem Julian in mega fetten Sumo-Ringer-Kostümen verschiedene Challenges gemacht. Und das solltet ihr euch auch angucken. Das ist einfach so lustig geworden. Hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal oder jetzt bei einem dieser Videos wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, ganz viel Spaß und ich hab euch lieb. Tschüss!